Was? Ich bin invisible? LOL! Ja, wahrscheinlich. Hello everybody, sexy people da draußen am anderen Ende der Internetleitung. Mein Name ist Richard von Geli und wir sind wieder alleine beim Backlink Team Battle, weil sich einfach verdammt nochmal kein Schwein dafür auch noch im Ansatz interessiert. Und das finde ich deprimierend. Und wie viele FPS haben wir? Keine Ahnung, jedenfalls falle ich erstmal fast durch die Welt. Das ist auch mal schön. Das ist irgendwie total doof, dass die Nightwishen die ganze Zeit wieder zum Ausgehen droht. Aber wie weit sind meine Bienen gekommen? Oh, sehr, sehr, sehr schön. Ja, mir fehlt eigentlich noch eine Tropenkönigin. Also eine Tropenprinzessin eigentlich nur. Und ich glaube sogar, dass ich noch ein Nest habe, aber mir ist ja mein Kescher kaputt gegangen. Was irgendwie voll bescheuert ist. Aber naja, egal. Die brauche ich ja wirklich jetzt ja nur dazu, um hier solche Silky-Comps zu horben. Weil ich mit denen mir die Imker-Rüstung dann so machen kann halt. Aber mir hat ja auch noch irgendein Teil noch an der Power Armor gefehlt. Und da werde ich jetzt mal nachgucken gehen, was das so war. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Okay, Günner ist, also Günni ist halt noch ist alleine. Okay, der Helm ist bis auf Apyrist voll. Na gut, das Cosmetic nicht, aber egal. Aha. Paracute brauchen wir noch, ist klar. Da brauchen wir noch Magneten. Wie mache ich die denn überhaupt? Suchen wir mal. Magneten. Ja, okay. Das sollte eigentlich relativ simpel gehen. Dann machen wir das mal. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Also 24 auf U war jetzt natürlich sehr intelligent. Weil wir dafür noch Eisen brauchen. Alter, mit meiner Query läuft aber auch ganz gut. Wie viel Eisen? Ja, Kupfer. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, einfach mal fast 2000 Osmium. Wie viele Rocky Princess? Ein Silky Comp? Die holen wir uns mal raus. Noch mehr Stealth-Astronen. Eine Wasserbiene? Wieso haben wir eine Wasserqueen da drin? Aber ich hinterfrage das jetzt einfach mal nicht. Also durchaus interessant, viele Sachen. Okay, ich glaube, da ist aber erträgt mal wieder nix. Oder Minecraft ist, nee, Big Dick ist nicht abgeschmiert. Ah, ist ja gar nichts abgeschmiert. Hey, cool. So, wie viele Magneten brauchen wir? Keine Ahnung, wir machen mal 4. Ah ne, es geht genau andersrum. Na gut. Ist ja wurscht, wir machen trotzdem erstmal nur 4. Weil wir auch noch Control Circuits brauchen. Oder wir schauen wirklich erstmal, wie viel wir überhaupt von den Zeichen brauchen. Also für den Helm brauchen wir kein Magnet. Das ist klar für die. Dafür brauchen wir kein Magnet. Hier brauchen wir auch kein Magnet. Dafür brauchen wir nur die Force Field Emitter. Das ist natürlich Fail. Hier brauchen wir bloß. Ah, das haben wir schon. Magnet brauchen wir einen Magnet. Hier brauchen wir 2 Magneten. Haben wir insgesamt 3 Magnete. Die brauchen wir für die Hose auch noch für irgendwas Magnet. Ne, die Hose ist fertig. Und die Schuhe sind auch fertig. Ist natürlich das Speed-Ding. Gut, das heißt, wir haben schon ein Magnet zu viel gemacht. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Control Circuit, 2 Control Circuits
3, 4 Control Circuits. Na dann. Control. Mit nur einem L. Oh, dafür brauchen wir Kaktusgrün. Oh Gott, nein! Nicht Kaktusgrün, aber ich weiß doch, dass Kerstin irgendwo so eine lustige Kaktusform hat. Von der gönnen wir uns jetzt einfach mal. Uhu. Wir sind zu schwer, wir können irgendwie nicht fliegen. Ah, und die Block-Updates dauern irgendwie ein bisschen. Irgendwie haben wir hier noch eine. Ja gut, jetzt haben wir nur noch einen Kaktus. Scheiß doch drauf, hey! So. Also das mit dem Fliegen nervt mich aber ehrlich gesagt ein bisschen. Na gut, machen wir hier erst einmal schnell ein bisschen davon und wir könnten ja dann auch mal schnell das Jetpack ein bisschen höher einstellen. Meine Energie haben wir ja genug, hä? So, Jetpack. Das irritiert mich, warum funktioniert das nicht? Okay. Anscheinend muss ich tatsächlich so machen, damit ich gar nicht mehr weg kann. Na geil. Na, ist ja jetzt auch wurscht. Wie lange braucht das Kaktusgrün noch? Wir haben erst 2. Na gut. Können wir schon mal den Rest machen. Brauchen wir dann dazu brauchen wir noch Sachen. N234 und Redstone. Wo ist ein Redstone? Oh Gott, davon haben wir auch viel zu viel mittlerweile schon. Wir haben wirklich zu viel Zeug. Viel zu viel Zeug. Aber die Büsche wollte ich da glaube ich auch mal reinstecken. Und dann brauchen wir dann noch. Wieso haben wir da oben 2 Aluminiumbrassen? Gott. Verstehe ich nicht. Muss ich aber auch nicht verstehen. Gut, dann brauchen wir jetzt noch die. Wie heißen die Teile? Da brauchen wir das nicht. Da brauchen wir das nicht. Aber hierfür brauchen wir das nämlich. Force Field Emitter. Force Field Emitter. Okay, davon brauchen wir 2. Das heißt, wir brauchen 10 Spulen. Und viele Enderperlen. Ja gut, das kriegen wir hin. Das schaffen wir. So. Mensch, das war ja jetzt voll schwierig. Was ist denn das? Force Field, okay. Stop. Das ist also Force Field Projector. Das heißt, die projiziert wahrscheinlich das hier. Fall Stabilizer, also the protected force field and crystallizes the field into solid blocks.
Ah! Protect travel box to stabilize the field. BTF. Es gibt Sachen auf der Welt, die verstehe ich nicht. Beziehungsweise gibt es auch solche Sachen ganz gerne mal in Minecraft, die ich nicht verstehe. Oh, Günni. Hau ab. Danke. Okay, dass ich jetzt hier so langsam nur runterfliege, das irritiert mich jetzt aber schon, wenn ich ehrlich bin. Da fliege ich lieber normal runter. Oh, ach genau, deswegen habe ich das hier nicht so eingestellt. So, komm. Jetpack. So, wieder auf Hälfte. Können wir jetzt ja nicht mehr fliegen, aber egal. Dafür haben wir halt auch hier volle Rüstung. Und wir wollen die Power Armor später irgendwo noch verzaubern. Beziehungsweise ich hab's vor, weil es ist dann irgendwie, glaube ich, denke ich mal, etwas sinnvoll. So. Komm schon, Kaktus Grün, das schaffst du. Danke. Yay. So, dann haben wir hier noch unsere Control Circuits und jetzt sollte eigentlich alles hier passen. Die Magneten schaffen wir, das hier schaffen wir, das hier schaffen wir auch. Jetzt sind da bloß noch der Fallschirm. Oh, was? Ich bin invisible? LOL! Wahrscheinlich. Wie geil. Nein. Nein. Oh, wie gut. Lol. Das ist jetzt aber, das ist jetzt wirklich geil. Oh Mann, wie geil ist das denn? Hier laggt, keine Ahnung, was hier passiert, aber mein Gott, kann ich jetzt auch hier hin oder das? Ohne dass sie mich sehen. Hallo. Okay, sie sehen mich doch. Fuck. Aber ist mir sowas von wurscht. Boah, ist das geil. Ahaha, das ist so genial. Was ist das hier? Was? Das verstehe ich nicht. Was ist das denn für ein Ding? Gut, schauen wir mal einfach random Sachen an, die keine Textur haben. Vielleicht sehen wir dann, was es ist. Sieht ein bisschen aus wie ein Alloy Furnace. Aus einem Red Power Mod Pack. Ist das von denen hier? Nee. Doch, könnte eigentlich schon so sein, wa? Nee, ist es aber nicht. Mechanism gehört auch nicht dazu. Was ist das denn? Ach, das ist ein Armor Stand. Ja gut. Gut, das ist jetzt Mechanism, das ist schwierig Sachen zu finden. Das ist doch Soldering Station. Was bringt das denn? Was bist du? Carpenter, gut, den haben sie auch schon. Was? Es gibt ja doch eine Refinery. Refinery. Mensch, das ist doch voll toll, daraus kann man doch dann als Öl Benzin machen. Alter, die brauche ich doch. Refinerie, ja klar. Die baue ich mir. Hihi. Boah, mein Baum sieht creepy aus mit, ne, mit Nachtsicht. Hä? Oh. Meine Power Armor, da geht der Saft aus. Ich
glaube, das mit der Invisibility ist doch keine so gute Idee. Ich weiß bloß nicht, welches Tool macht denn eigentlich Invisible? Weil dann würde ich das eher ein bisschen wegschmeißen. So, beziehungsweise wieder rausmachen. So, was bist du denn? Ah, Active Camouflage. Der Magnet. Hä, ah, das, was ich da drauf gemacht habe. Was bist du denn? Ah, das ist es also. Dass wenn ich das hier nicht da habe, müsste ich eigentlich mehr Power generieren können, oder? Das nur, oh, warte mal, ich stelle mich einfach neben die Smeltery. Da geht mein Hitze ja eigentlich, glaub, geht die da nicht in der Höhe, wenn ich hier irgendwo daneben stehe. Und dann gehe ich halt schnell in. Alter, ich kann nicht mehr schnell sprinten. Mein Günther hatte ich, also Günni hat sich mal wieder dupliziert. Gehen wir mal kurz raus, also hier hin. Laden das die Rüssi wieder auf. Und checken danach mal, woran das bitte lag. Also woran sieht, dass keine Power mehr drin ist. Bin ich in einem freien Himmel. Jo. Okay, ich glaube, das ist das Camouflage-Feld. Ja, ich glaube, es ist wirklich das Camouflage-Feld. Das sollte ich eventuell ausschalten. Camouflage weg. So. Wo kann ich denn das Zeug jetzt hin tun für das Camouflage-Feld? Das kann man mal machen. Wow, man kriegt gar nicht alle draus. Aber ich ganz ehrlich, ich glaube, das Camouflage-Feld kann man nur dann machen. Ja, schau da. Muss ich bloß die Armor wieder aufladen. So, sollte ich mal wieder hier hingehen. Und da, jetzt sollte sich das Teil auch wieder aufladen. Oder auch nicht. Vielleicht sollte ich es auch einfach dabei belassen und die restlichen Sachen nicht hernehmen. Weil Power habe ich irgendwie im Moment gar keine. So. Was war denn noch der Magnet? Tun wir den auch mal raus. Und in welchem Project Tab ist es drin? Hier ist es drin. Genau. So. Jetzt haben wir genauso ausgerüstet wie vorher, als ich keine Energie verloren habe. So. Wihu. Na doch, den Kinetic-Generator und so weiter sollte ich ja durchaus ein paar Energiepunkte immer dazu kriegen. Und naja, aber dieses Camouflage-Feld ist anscheinend wirklich viel. Also das. Wow, wie hoch springe ich denn im Moment? Ah, cool, ich kann ja jetzt auch wieder fliegen. Cool. Das ist gut. Das ist cool, wieder fliegen zu können. So, und das gefällt mir. Und dann sind wir wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr unsichtbar. Aber ist ja auch egal. Aber ja, können wir jetzt auch wieder fliegen. Und die Armor lädt sich auch auf. Zumindest wenn wir unter der Sonne stehen. Dann kann es sich auch aufladen. Und natürlich auch, wenn wir uns bewegen und immer so weiter. Aber damit verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao.